Habt ihr jemals von der Kreatur Siren Head gehört? Siren Head ist eine urbane Legende aus Amerika und kreist schon seit einigen Jahren im Internet umher. Die erste Sichtung des Monsters erfolgte im Jahre 1966 in Arizona, als eine Familie eine Fotografie davon aufnahm. Doch damit nicht genug. 30 Jahre später kam es zu einer weiteren Begegnung, als Jugendliche in den Wäldern von Maynard Creek umherwanderten und sogar von Siren Head angegriffen wurden. Nicht alle überlebten. Es heißt sogar, dass manch einer schon verschwunden sei, als dieser den Siren Head gesehen hatte. Siren Head soll angeblich ein etwa 12 Meter hohes und dünnes humanoides Wesen sein, dessen Kopf zwei Sirenen sind. Seine Arme sollen bis zum Boden reichen und auch seine Beine sind ziemlich lang. Man könnte sagen, dass Siren Heads Körperbau dem eines menschlichen Skelettes ähnlich ist, jedoch verformt zu sein scheint. Auf dem ersten Blick könnte man vermuten, dass seine Haut aufgrund des dunkelbraunen Tones rostendes Metall ist, doch in Wahrheit handelt es sich tatsächlich um verweste, mumifizierte Haut. Zudem sollen sich innerhalb der Sirenen auf dem Kopf Mäuler mit langen scharfen Zähnen und Zungen befinden. Das Sirenenmonster ist sehr gefährlich und man hat es bis jetzt nur in Waldgebieten oder in der Nähe von kleineren Städten auf dem Land angetroffen. Kinder, Wanderer oder verloren gegangene Reisende sind seine Opfer. So hat es zumindest den Anschein. Denn diese werden von Siren Heads besonderer Fähigkeit, Stimmen und Geräusche nachahmen zu können, angelockt. Die großen Lautsprecher spielen nach dem Zufallsprinzip eine eigenartige Musik, Dialoge oder auch verschiedene Wörter und Zahlen ab. Mit dieser einzigartigen Methode, dass sich Siren Head aufgrund seines Körperbaus als Baum tarnen kann, lockt er Menschen in den Wald und kann sie jederzeit angreifen, während die qualvollen Schreie seiner Opfer durch Sirenengeräusche übertönt werden. Wenn Menschen in ihrem Kopf Geräusche hören und ihr Herz plötzlich anfängt, ohne Grund schneller zu schlagen, dann befindet sich Siren Head in der Nähe.